Schönen guten Morgen. 3 Uhr 21, Tag beginnt. Heute bekomme ich endlich meine A7 III wieder. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, heute wird es mal so ein ganz klassischer Alltagsvlog. Post war gerade da, Murats Paket ist angekommen. Was soll ich sagen? Ich habe meine A7 III wieder. Und man merkt ja immer erst, wie sehr man Dinge vermisst, wenn man sie nicht mehr hat. Und das war jetzt das erste Mal, seit ich die A7 III besitze, dass ich sie außer Hand gegeben habe. Und was soll ich sagen? Die ist mir echt verdammt abgegangen. Also die Next 7, tolle Kamera, kann man mit leben, aber war auch gleich ein Vlog, der erste Vlog, den ich damit gefilmt habe, wo mehr als die Hälfte das Gesicht nicht im Fokus war. Also bin jetzt richtig, richtig glücklich, dass ich die Kamera wieder habe und mir gedacht, mache ich gleich mal wieder einen Bokeh-Shot, habe jetzt das Sigma drauf. Ja, was haben wir uhrzeitmäßig? Lass mich kurz spicken. 11.39 Uhr. Ihr seht, ich bin immer noch nicht hergerichtet, aber ich lege mich jetzt auch noch mal eine Stunde hin und dann machen wir die Haare. Trocken ist es draußen, arschkalt mit 1 Grad, aber dann machen wir noch eine ganz kleine Mopedfahrt. Ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwohin halt. So, frisch getankt. Das Pferdchen, muss man eigentlich hier sagen. Und ich muss heute dringend noch irgendwo hinfahren und das Ding waschen. Weil so richtig, richtig, richtig Rotze. Deswegen fahre ich mit dem Kälbchen nicht im Winter. Der ganze Rost, der war jetzt den ganzen Sommer lang nicht. Das ist jetzt alles mit dem Salz. Wo Salz und Wasser hinkommen, fängt es einfach sauschnell an zu rosten. Und das ist hier einfach überall. Die ganzen Rostflecken sind alle neu. Jo. Sogar da bei der Pulverbeschichtung kommt Rostfarbe durch. Das ist echt der Hammer, was der Winter und das Salz den Mopeds antut. Brutal. Drohne habe ich vorsichtshalber mal mit eingepackt. Ich weiß ja noch nicht, wo es mich hin verschlägt. Aber vielleicht haben wir ja dann einen oder anderen schönen Fleck, wo wir mal aufsteigen können. Mal eine kurze Pause machen. Kalt in den Händen. Man bräuchte Drohnenhandschuhe, nicht bloß Motorradhandschuhe. Hat es gerade noch so wunderbar geklappt. Also hier so am Rand konnte ich aufschneiden. Die Richtung ist gesperrt wegen dem Inn. Der Innkanal selber wäre frei, da dürfte ich fliegen, aber wegen den Bäumen kann ich da nicht hingucken. Und fliegen nur auf Sicht. Jetzt bin ich einfach nur hier hoch und habe durch Drehung versucht, das Ganze irgendwie hinzubekommen. Was erzähle ich eigentlich lang? Ihr habt ja gerade gesehen, was ich gefilmt habe. Jawohl, oh, besser mit Handschuhen. Übrigens gerade was ganz Blödes festgestellt. Ich habe meine DJI Spark Akkus immer in der Ladeschale. Also die sind quasi permanent am Laden. So dass, wenn ich sie brauche, sie dann auch bereit sind. Und die habe ich eben erst abgezogen. Und wenn man hinten die Taste drückt von den Akkus, also nur einfach drückt, habe ich schon alles mitgenommen, ja. Dann zeigen sie an, wie gut, dass sie geladen sind oder eben auch nicht. Und
Da fehlen 1,5 Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht aus, wenn ich glaube 5 Punkte sind's. Und einer leuchtet gar nicht auf und der zweite blinkt. Und das war jetzt auch nur eine Flugzeit von 16 Minuten, minus den Rest, den man nicht verbrauchen kann, wegen Landung und so. Also war jetzt ein ganz klein bisschen enttäuschend. Ich müsste quasi, bevor ich losmarschiere, frühestens am Abend vorher oder so anstecken. Weil ja scheinbar der lädt die Akkus voll. Und wenn sie voll sind, schaltet das Ladegerät ab. Und dann haben sie eine Eigenentladung. Und das stört scheinbar das Ladegerät nicht weiter. Ja, vorsichtig mit dem. Jetzt schaut euch diese Wiese an. Ja, ist keine Wiese, wird schon irgendwas angebaut. Aber so saftig grün. Zur Erinnerung, wir haben, keine Ahnung, was ist es denn? Haben wir 24. Januar? Jetzt glaube ich, habe ich was Perfektes gefunden. So glaube ich. Zelten, grillen darf man nicht, baden eigene Gefahr. Ja, hier hält man ein kleines Weiherchen. Und ewig weit fällt. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die komische Hochspannungsleitung, die sie da über dem Badeweiher drüber gesetzt haben. Aber alles andere wäre hier jetzt gar nicht so verkehrt. Schau ich mal, ob wir da oben auf diesen Buckel noch hochkommen und was da ist. Und wenn es da nicht noch schöner ist, dann fahre ich hier und fliege über den Weiher drüber. Uiuiui. Fernab der Zivilisation hier scheinbar. Aber es war kein Schild, dass da die Durchfahrt verboten wäre. Da habe ich mich jetzt wieder irgendwo rein katapultiert hier. So, dann lassen wir das Pferdchen mal kurz hier stehen und marschieren durch den Matsch davor. Aber bevor ich davor laufe, der DFS-Check. So, und dann sagen wir mal, ich will nicht 50, ich will 150. Wäre auch erlaubt. Geklappt und ich glaube, es sind noch ein paar echt geile Aufnahmen bei entstanden jetzt nochmal. So, aber die Hände sind jetzt wirklich. Huhuhu. Wir haben mich jetzt aufs Pferdchen setzen und ab nach Hause. Und ich habe auch ein, zwei Fotos gemacht wieder mit der Drohne, weil ich weiß immer nicht, ob die dann so gut werden, aber sah am Handy halt geil aus. So, heim. Da geht es jetzt nochmal schnell zum Waschen. Ich wollte es noch kurz einkaufen. Das hätte ich mich fast vergessen. Dann mache ich mich jetzt noch kurz zum Moped-Waschen auf. Das braucht es jetzt einfach ganz dringend. Die ist so dick mit Salz drin. Eingepudert, eingezuckert. Wenigstens an diesen, ich weiß gar nicht, wie man die an diesen Spritzanlagen. Ein bisschen mit der Bürste und Schaum und dann anschließend abspritzen. Das reicht. Es muss ja keine Schönheit sein, aber das ist halt einfach ein bisschen vom Dreck befreit ist und vom Salz. Schauen wir mal. Hey, nichts los. Passt. Sagen wir. Top. Na, bisschen los, aber zu verschmerzen. Hat aber einer geschäumt hier. Wieder zurück. Jetzt mache ich mich dann ans Gemüse schnibbeln und dann werde ich noch mit Michaela Abend essen und dann geht's wieder ins Bett. Morgen Freitag, letzter Tag der Woche. Und ich werde wieder saufrüh anfangen.
dementsprechend früh beginnt dann morgen auch wieder das Wochenende. Ja, war cool, mal wieder einen ganzen Tag so ein bisschen Kamera mit bei zu haben. Ich hoffe, der Sabbelanteil ist nicht zu hoch für euch, nicht, dass ihr euch recht gelangweilt gefühlt habt. Bis morgen wahrscheinlich. Ciao.